Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing. Jetzt endlich ein Ligavo Produkt. Ich werde die jetzt nach und nach in Angriff nehmen. Ja, ich habe mir aber was überlegt. Ich werde die HDMI Splitter so im Schnitt ein im Monat oder ein in allen 1-2 Wochen machen. Weil mir bringt das nichts, wenn ich sie nur 1-2 Tage teste. Ihr möchtet ja auch, dass es vernünftig getestet wird und dass ich sie wirklich im Dauereinsatz teste. Deswegen werde ich die HDMI Matrix, HDMI Splitter, alle mit euch ein Unboxing, ein Hardware-Video machen. Und dann logischerweise Hardware-Check 2 nach etwa 1 bis 2 Wochen. So in dem Dreh, habe ich mir gedacht. Und jetzt kommen wir zu einem ganz coolen Produkt. Ich werde euch mal runter machen. Das wollte ich unbedingt haben. Und zwar ist es der HDMI Switch 3x1 Wi-Fi Bridge. So, da seht ihr die Beschreibung. Hier hinten ist auch das Bild von der App drauf. Die App habe ich mir natürlich schon runtergeladen. So, da haben wir hier. Hoppala. Ich werde das mal auspacken. Ach so, hier sind... Ach so. Ah, okay. Hoppala, jetzt habe ich das falsche Ende der Tüte gerissen. So. Jetzt werde ich das hier mal... Nee, das werden wir noch schnell auspacken. Ah, nee, die Gumminippel auch noch. So, jetzt packen wir das mal schnell aus. Das packe ich hier nämlich schnell rein. So. Und dann würde ich sagen, ist das Unboxing eigentlich auch schon gelaufen. Wir haben einmal das Gerät an sich. Das ist halt praktisch Output HDMI 1, HDMI 2 Wi-Fi. Da kann man dann halt mit Knopfdruck oder mit Fernbedienung aussuchen, welches Gerät man gerade auf dem HDMI-Ausgang haben will. Man hat zusätzlich zweimal HDMI-Input, wenn ihr das seht. Das ist halt natürlich gleichzeitig auch in, ja, ein HDMI-Verteiler, wenn man so will. Und wir haben mit bei einmal die Gumminoppel, die man unten heranmachen kann. Und dann ist es rutschfest. Dann haben wir die Fernbedienung. Dann haben wir diesen IR-Sensor, den kennt ihr vielleicht schon aus dem... Da seht ihr den Knubbel, da, das ist der IR-Sensor. Kennt ihr vielleicht schon aus dem HDMI 3 zu 1. Und wir haben einen Stromkabel, den werde ich auch mal gleich rauspacken. So, den IR-Sensor, den lassen wir noch verpackt. Und ein Stromkabel haben wir auch noch. Oh, ein bisschen diamantenformmäßig hier oben. Coole Sache. Und wie gesagt, von Ligavo wirklich alle auch TÜV geprüft und GS geprüft und da dürfte nichts passieren. Die sind wirklich nicht wie bei anderen, die von Fernost herkommen und nicht geprüft sind in Deutschland. Nein, die Geräte sind alle geprüft. So, das war auch soweit zum Unboxing. Da kann man ja nicht viel machen. Ich würde sagen, wir kommen auch gleich zum Hardware-Video und dann nehmen wir das alles mal in Angriff.